Soll ich Nils auf die Bühne holen, ja oder nein? Das wäre jetzt die ich Frage. Ich sehe Nils schon hinter der Bühne und er ist heiß, deswegen hol ihn gerne darauf und nimm dir gerne deine 3 Minuten Biopause. Hi Nils, bis gleich. Hi und tschüss. Was mache ich denn so? Ich bin viele Jahre in der BI-Beratung, mache das jetzt 15 Jahre, glaube ich, knapp. Bin bei Camelot Teamleiter für den ganzen Bereich SAP Analytics, hauptsächlich mit dem Schwerpunkt auf Planungsprojekte in den letzten Jahren. Ja, das ist so der wesentliche Schwerpunkt. Ja. Ab wann ist man denn data-driven? Schwierig. Also, ja, wenn es leicht wäre, hätten wir jemand anders eingeladen, hätten wir den gefragt. Da hätten wir irgendjemanden genommen, der einfache Fragen beantworten kann. Ja, aber ich glaube, da versuchen schon so viele Menschen eine richtige Antwort drauf zu finden und es gibt wahrscheinlich so viele Antworten darauf. Ja. Was oft gemacht wird, auch bei dem Abholen, dass ich versuche, Leute zu erklären, Dinge, die sie gar nicht verstehen. Ich möchte nicht wissen, wie die Kaffeemaschine aufgebaut ist. Es interessiert mich wirklich null. Ich will meinen Kaffee. So, was hast du denn so gelernt? Was wäre denn so deine Sache, wo du sagst, Mensch, Data-Driven People, wie siehst du denn das ganze Thema? Weil wir haben ja gemerkt, wir kriegen doch mal viele verschiedene Sichten auf die Dinge und ich hoffe, du bringst uns jetzt heute auch nochmal eine neue mit. Ob eine neue, weiß ich nicht, aber also ich meine, ich bin aus meiner Historie und von dem, was ich mache, halt sehr, sehr projektgetrieben, ja, und da dann auch oft sehr mit Fachbereichen und solchen Dingen getrieben. Deshalb fand ich das gerade, was die Kollegen heute Morgen gezeigt haben, ja, wie kann ein Einkäufer eigentlich datengetrieben arbeiten, wie haben sie alle irgendwie einen gemeinsamen Einstieg. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Das hatte ich auch, ja, fand ich sehr nah an dem, was ich so in vielen Projekten gesehen habe, wo ich sage, hey, das bringt so den größten Mehrwert. Ich bin jetzt selten in so rein Strategiethemen unterwegs, deshalb, ja, die Themen kann ich greifen, aber ich muss gestehen, da beschäftige ich mich nicht so sehr viel mit. Das war ganz interessant, ja, was Carsten und Co. erzählt haben, aber wie gesagt, selber gesehen hätte ich mich eher in dem ersten Part und konnte recht viel wiederfinden von dem, was ich so kenne und sehe, ja. Magst du noch mal kurz sagen, welche Veranstaltungen bei euch bei Camelot momentan an der Reihe sind und wo man vorbeikommen kann? Hast du es gerade auswendig auf dem Schirm? Also haben wir auf jeden Fall ein Zweitages-Event im April in Frankfurt geplant. So viel kann ich schon mal erzählen. Das ist der 15. und 16. April. Ja. Am 15. April wird es um das ganze Thema Analytics gehen in der gesamten Bandbreite. Das ist unser Innovation Forum, wo verschiedene Dinge präsentieren mit Kundenprojekten aus dem letzten Jahr, wo viele Kunden sprechen werden. Und die verschiedenen innovativen Dinge im Analytics-Umfeld beschäftigen werden. Und der Dienstag ist dann eher der Schwerpunkt auf Stammdaten, also einen zweiten Schwerpunkt von uns als Camelot, im sogenannten MDG-Forum. Ja, also wer da nochmal Interesse hat, Stammdaten zu vertiefen, auch ein bisschen weiter zu vertiefen, als wir das klassischerweise im Analytics machen, auch so ein Lerneffekt, wie ich zu Camelot gewechselt bin, dass das doch ein bisschen weiter geht als das, was ich so kannte vorher, der ist da herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Genau, also wenn ihr dieses Snippet seht, seht ihr auch den Link dann nochmal unten zur Anmeldung. Kriegen wir alles hin. Also hier geht keiner verloren, hier wird jeder mitgenommen und es gibt ja auch noch sowas, wisst ihr vielleicht nicht, aber es gibt noch so viele Webseiten, da findet man das auch.